Fortuna mit dem ersten von drei Traditionsduellen innerhalb von 7 Tagen der Startschuss in die nächste englische Woche bei Arminia Bielefeld. Ein Wiedersehen mit alten Bekannten für ihn, für Johannes Rahn, spielte von 2011 bis 2014 hier in der Schüko Arena. Fortuna-Trainer Uwe Koschinat, er wollte auch beim Aufstiegsaspiranten der dritten Liga punkten, musste aber auf Laux und Uaferro verzichten, dafür Hörnig und Pazurek in der Innenverteidigung, zudem Marquet und Aidogmus wieder in der Startelf. Arminia Bielefeld ja mit einem etwas holprigen Saisonstart, 4 Punkte nach den ersten 4 Spielen, zu wenig für die eigenen Ambitionen. Erste Minute Fabian Kloß prüft André Poggenborg. Zuletzt gab es ja für die Arminen einen 4:1-Erfolg im DFB-Pokal gegen Zweitligist Sandhausen. Das dürfte Schwung geben für die Meisterschaft und für die eigenen Ambitionen. Hemmlein und dann klärt Sievers vor Dennis Mast. Die Fortuna, sie wollte die gute Leistung zuletzt gegen den Chemnitzer FC bestätigen und sie spielte hier munter mit. Die Chancen aber, die hatte die Arminia. Nächster Versuch, Schuppan aus der Distanz, kein Problem für Poggenborg. Arminia Bielefeld, für viele der Aufstiegskandidat Nummer 1, spielte das hier zielstrebig und direkt. Langer Ball in Richtung Sebastian Hille und der mit der Direktabnahme. Nächste Möglichkeit für den DSC. Wir sind immer noch in der Anfangsviertelstunde dieser Partie. Bielefeld mit einem klaren Chancenplus und man legte sich die Kölner jetzt zurecht. Kloß, Schuppan und dann Mast vor Poggenborg. 1:0, folgerichtige Führung für die Arminia durch Dennis Mast. Er ja ausgeliehen vom Zweitligisten Karlsruher SC. Was war los mit der Kölner Offensive? Aidogmus bislang noch gar nicht zu sehen. Er ja einen Tag vor der Partie 35 geworden. Es fehlte die Durchschlagskraft bei der Fortuna. Ganz anders die Angriffe der Gastgeber. 20 Minuten gespielt, Freistoß Florian Dick. Innenverteidiger Börner verpasst da die Hereingabe. Arminia Bielefeld beim 4:1-Erfolg gegen Sandhausen ja mit 3 Toren nach Standardsituationen. Dieser Kopfball von Burmeister war kein Problem für Poggenborg. Der Chancenzettel für die Fortuna weiterhin leer. Vielleicht mal ein Standard durch Dermani und dann plötzlich Rahn. Johannes Rahn mit der ersten richtig guten Möglichkeit für die Fortuna. Der Winkel spitzt, Schwollo aber noch dran. Die Fortuna nur mit einer guten Phase, aber es fehlte weiter die Durchschlagskraft in der Offensive und es gab den nächsten Nackenschlag. Hemmlein mit viel Platz auf der linken Seite. Kloß. 2:0 für Arminia Bielefeld durch den Top-Torjäger der Arminen, durch Fabian Kloß. Bielefeld zog sich nun zurück und ließ die Fortuna offensiv mal machen. Sievers mit dem Distanzschuss kurz vor der Pause und Hamdi Damani mit dem Freistoß, beides aber nicht wirklich zwingend. Die Fortuna aber, sie ließ sich nicht hängen und probierte es weiter aus dem Spiel heraus. Kraus im Duell gegen Florian Dick, das aber zu wenig für einen Strafstoß aus Sicht von Schiedsrichter Robert Kempter. 0:2 also aus Sicht der Kölner und der zweite Abschnitt, er begann wie der erste, die Bielefelder mit der ersten Möglichkeit. Dennis Mast bitte da zum Tänzchen und dann Poggenborg mit der Parade. Bielefeld durchaus gewillt hier früh für die Vorentscheidung zu sorgen. Florian Dick mit der Hereingabe und dann Mast. Poggenborg da ohne Reaktion. Die Fortuna weiter gewillt, hier eine Reaktion zu zeigen. Aidogmus kommt da nicht richtig ran, aber es fehlten weiter die guten Möglichkeiten zum Anschluss und man musste aufpassen auf die Bielefelder Konter, vor allem über ihn hier, über Christoph Hemmlein, butterweich in Richtung Fabian Kloß. Glück für die Fortuna, dass der Torjäger den Ball nicht verarbeiten kann. 62 Minuten gespielt in der Schüko Arena. Marquet mal mit dem Schuss aus der Distanz. Aber es fehlten weiter die Ideen bei der Fortuna. Wenn, dann hoch und weit in den Strafraum. Thomas Kraus, sein Schuss aber geblockt von Mast. Ganz anders die Angriffsbemühungen der Bielefelder, die immer wieder
Lösungen und auch Räume fanden gegen aufrückende Kölner, vor allem über ihn, über Christoph Hemmlein und dann der aufgerückte Florian Dick. Poggenborg verhindert das 0:3. Wir nähern uns der Schlussphase dieser Partie. Der Wille bei den Kölnern weiterhin nicht abzusprechen. Rahn mit dem Schuss gegen Alexander Schwollow. Der 22-jährige Schlussmann vor der Saison gekommen vom SC Freiburg. Er auch in der nächsten Szene im Mittelpunkt. Unorthodoxe Parade hier. Der Ball dann im Netz, aber Kempter entscheidet auf Stürmerfoul. Die Bielefelder auch nach Ecken klar in Führung. 11:3 da das Verhältnis. Und es hätte auch nach Toren höher ausgehen können. Schuppan mit dem Kopfball aus kurzer Distanz. Und in der Schlussminute der eingewechselte Pascal Testro nochmal im Duell gegen Florian Hörnig. Poggenborg dann aber Endstation. Am Ende ein verdienter Heimsieg für die Gastgeber. Der erste seit dem 8. März diesen Jahres. Arminia Bielefeld schlägt Fortuna Köln mit 2:0.